Grüße Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Far Cry Primal. In der letzten Folge haben wir Grati, diese olle Mineralmaske von den Isila geklaut. Der gute Tensei hat sie geweiht, in Anführungsstrichen, sagen wir es mal so, indem er auf sie gepisst hat. Und was wir jetzt eigentlich machen müssen, ist, wir müssen uns ein verdammtes Mammut zähmen. Das einzige Problem, was ich gerade damit habe, ist, ich habe keine Ahnung wie... Der wird draufsteigen, oder? Okay, einfach draufsteigen ist nicht. Verstanden. Sehe mich denn Mammut zum Teufel? Ohne Scheiß, ich habe es komplett verrafft. Soll ich das erst hart anfragen? Soll ich irgendwas werfen? Habe ich irgendwas zum Werfen? Ach, eine Falle hätte ich. Was damit machen? Vielleicht die... Irgendwo da hinten ist ein Isila. Da! Meine Güte, der ist aber weit weg. Ich würde auch sagen, du bist doch nicht ohne deinen Compadre unterwegs, Alter. Kannst du mir doch nicht erzählen. Alter, wo schießt denn Takar gerade hin? Oh, okay, Wenya. Leute, könnt ihr mir zufällig hier helfen? Moment, wo sind die ganzen Mammuts hin? Hier standen doch gerade noch 3, 4 Mammuts. Kannst mir nicht erzählen, dass die jetzt alle despawned sind. Okay, anscheinend kann das Spiel mir das doch erzählen. Easy, schneller als sein Schatten. Aber wie mache ich das jetzt? Ach, warte mal, die jungen Mammuts konnte ich doch zähmen, ne? War es nicht so? Nur auf die Jungen drauf konnte? Jetzt mal. Ja, die Jungen konnte ich reiten. So war das. Geil. Okay, Leute, dann aufi. Auf geht's, ab geht's. Lalala. Warum sind die mir denn jetzt feindlich gesinnt? Das macht doch gar keinen Sinn. Kraft eines jungen Mammuts ausreicht. Wir werden es sehen. Wow, das Mammut geht ja übel ab, ey. Uiuiui. Sehr langsam ist hier. Ist halt ein Panzer, ne? Muss man einfach mal sagen. Der Berg greift mich jetzt nicht wirklich an. Das ist aber scheiße. Warum muss das Mammut denn seine Ausdauer regenerieren? Ich meine, klar, es macht irgendwie macht Sinn, aber trotzdem. Wie lange der auch braucht, um mit seinem Speer zu ziehen, ne? Weiter am Text. Oh, kaputt. Äffchen. Süß. Ja, ich glaube, wir sind ganz gut vorbereitet. Also ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen an Gegenständen. Gib ihn! Töte die Äpfel! Ach, guck einer an, hier wäre auch ein Mammut gewesen. Reite einen Mammut und durchbricht die Tore. Kein Problem. Bam! Ich habe ja so ein bisschen Angst vor dem, was jetzt passiert. Bam! Zack! Weg den Dude! Sprich mit dem Gefangenen Wenya. Joa, klar doch. Ah, vorher, bevor irgendwas anderes passiert, erstmal hier das Lagerfeuer noch freischalten. Ja. Ach so, ja. Natürlich. Moment, warte Mammut, warte. Ich brauche dich, um diese Tore niederzureißen. Wirklich zumindest. Bam. Danke.
Geist sei frei. Warte, 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 warte. Kein Problem. Na klar doch. Samsam heißt zusammen. Sehr schön. Okay, frei die Wenya, damit sie dir beim Angriff auf Mataris Tempel helfen. Alter, okay, das ist ein Stück zu laufen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Muss ich ja ehrlich zugeben. Aber naja, wie weit sind die denn alle weg? Die sind alle im hinterrücksten Eck, ne? Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Okay. Da wäre es wahrscheinlich sinnig, sich nochmal den guten Reinhard zu holen. Denke ich zumindest. Oh, guck mal, eine Daisha-Hand. Ja, eine Daisha-Hand, Leute. Ich lerne, ne? Keine Wenya-Hand, eine Daisha-Hand. Ups. Kein Bock auf Drama jetzt, wenn ich ehrlich bin. Deswegen nehme ich die gerade alle raus. Ja, komm. Reinhard, komm so mal. Reinhard. Nicht bummeln, Gryffindors. Oh. Uiuiui. Ab dafür. Wir holen uns jetzt erst noch dieses tolle Lagerfeuer, weil dann haben wir fast alle. Boah, Alter, das sind aber ein ganz paar, die hier noch am Start sind. Ich wollte mich gerade wundern, warum hier keine Wenya sind, aber das ist ja die Heimat der Isila. So, weiter. Ach, ohne Scheiß, Reinhard ist so genial. Archerwacht. Was ist denn hier schon? Wir gehen einfach mal weiter. Das ist so ein riesiges Gebiet, wo man erst ganz zum Schluss hinkommt. Das hätten sie sich eigentlich auch sparen können. Macht doch einfach. Lass es mich von Anfang an erkunden oder lasst es, bitte. Ja. Reinhard, du musst mal wieder kurz, ne? Mach Pause, Reinhard, mach Pause. Ich wollte gerade sagen, Reinhard macht Pause im Lager der Isila. LOL! Reinhard ist auf einmal feindlich. Reinhard ist auf einmal ein ganz anderer. Reinhard ist gar nicht mehr Reinhard. Reinhard ist gar nicht mehr dunkel. What the fuck, Alter? Was war das denn? Das war mega strange auf jeden Fall. So, wir rufen trotzdem mal unsere Eule Brutus. Brutus, wie sieht denn das hier aus? Tank, alles klar. Random Bob. Ja, erstmal den auf jeden Fall rausnehmen. Die anderen sind nämlich nicht das Problem, aber wenn der Alarm gibt, dann kommen aber so viele nach, da habe ich keinen Bock drauf. Ist nicht wahr. Reinhard, wie tust du? Geht doch. Endlich. Nicht trauern, Leute. Das war nicht Reinhard. Wir holen uns hier erstmal den Tank. Muss der sich denn jetzt umdrehen? Zack. Alter, ey, er bricht ihm das Genick und sticht dann nochmal nach. Meine Fresse, ey, der gute Takar lässt aber auch nicht anbrennen, ne? Oh. Bam. Sehr schön. Ja, du kannst ihn jetzt so langsam loslassen. So, Feu Feu. Juhu. Leuchtfeuer entzündet. Ja, das überspringen wir. Ich kann es nicht mal überspringen. Sonst konnte man das immer überspringen. 15 von 16, das ist jetzt schon bitter. Das letzte ist, glaube ich, ganz oben im Norden. Da werden wir höchstwahrscheinlich nicht mehr hinkommen. Also zumindest habe ich nicht vor, da nochmal hinzugehen, wisst ihr? Jedenfalls nicht onscreen. Wahrscheinlich wird sich letzten Endes
wird der Completionist in mir siegen und ich werde es mir doch noch holen. Ich glaube, wir sind hier gar nicht so falsch. Ach, random Bär. Der macht schon ordentlich Damage, ne? So, heute. Bam. Nochmal was essen. Was ist der da überhaupt? Er isst rohes Fleisch, das er in Grünblatt gewickelt hat anscheinend. Frei die Wendia, damit sie dir beim Angriff auf Bataris Tempel helfen. Problem. Töte den Anführer der Angreifer. Ja, welcher ist denn von euch der Anführer? Der da. Okay. Kein Problem, Bro. Das wäre auch zu einfach gewesen. Nee, nee. Einer down. Oh, Moment. Noch einer. Sehr schön. Oh, oh, oh. Der Anführer ist einfach ein Tank, oder was? Geht doch. Na komm. Wow. Ah, tief. Aber naja. Und Loot nehme ich an. Ach nee, einfach nur nochmal gucken, ob er auch wirklich tot ist, sozusagen nochmal nachtreten. Beere nehmen wir mit. Ich meine, ein paar von denen können wir uns auch zum Glück noch craften, aber... Sind wir so teuer am Crafting? So. Rudus, verschaff uns mal einen Überblick. Okay, da sind Wenya. Das sind ein paar. Okay, da ist so ein Ausguck-Typ. Würde ich, glaube ich, sogar als erstes rausnehmen. Dann würde ich gerne nochmal herkommen. Wenn ich ehrlich bin. Das sind zwei Ausgucktypen. Egal, wir nehmen auf jeden Fall den erstmal raus. Es wird auch, glaube ich, keinen jucken, dass der tot ist. Weil das einfach keiner mitkriegt. Oh, hier ist ihn direkt vorne, einer. Guck. Moment. Da steht komplett alleine. Die. Entschuldigung. So, dann gehen wir mal außen rum. Um uns noch den zweiten Kreischer-Dude zu holen. Ah, das sieht ganz gut aus. Im Moment zumindest. Lass mich jetzt hier durch. Sehr gut. Jetzt glaube ich noch eine Arena. Ja, ich glaube da hinten ist irgendwo noch eine Arena. Ja, echt, Alter. Wahnsinn. Und irgendwo hier höre ich noch ihn. Ach, das ist der Wenya. Alles cool. Okay. Immer gut zu wissen. Kein Alarm ausgelöst, zum Glück. Da hätte es jetzt doof enden können. Hier mal rein in die Hütte. Hätte es erwartet, dass hier irgendwas ist. Ich bin. Aber gut. Aber wir machen auf jeden Fall mal das Horn von denen kaputt. Dann können die immer nicht so Generalangriff blasen. Ja, Generalangriff. Hätte ich doch gerade noch markiert. Warum ist denn die Markierung weg? Und das Krasseste ist, ich kann die gerade nicht mehr markieren. Ja, na gut, ne? Rufen wir nochmal Brutus. Was mit Brutus wir machen? Nee. Wir können gar nichts gerade machen.
Ist ja voll assi. Ich kann mit Brutus auch gerade nicht angreifen. Nicht. Netter Bug auf jeden Fall. Also für die Gegner zumindest. Oh, 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 oh. Wo kommt der denn her? Jetzt aufmerksam? Aufmerksam, kacke. Das ist jetzt dumm. Alter. Alter, war das knapp. Ja, 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 wir machen den da oben noch fertig und dann ist Befreiungsaktion angesagt. Keine Sorge. Wag ist dir. Wag ist dir ja nicht. Bam, Alter. Drag Shot of Doom. Oh, kommt noch wer. Egal. Machen hier erstmal auf. Aua. Also die hauen wollte ich eigentlich nicht, ne? Na klar, Alter. Warum sollen die denn mit uns jetzt beim Tempel kämpfen? Jetzt mal ganz im Ernst, die werden wahrscheinlich schon seit Monaten in Gefangenschaft gehalten. Sind total ausgezehrt. Und wir rekrutieren die jetzt, oder was? Upsackt. Sind das jetzt nicht alle? Ja, ich wollte auch sagen, das waren doch alle. Oh, nicht so ein Drama hier. So, wo geht's als nächstes hin? Da. Ach Mensch, da war Orens. Boah, ich das mal vorher gewusst hätte. Das hat er mir vorher nämlich nicht angezeigt gehabt. So, Reinhard. Zurück aus der Pause, bitte. Reinhard, meine Güte, du hast ja wieder die Farbe gewechselt. Du bist gar nicht aggressiv mir gegenüber. Voll nett. Iss ihn! Iss ihn! Oder halt so. Das ist so geil. Es spielt sich einfach extrem gut hier von den, ne? Oh, von den Tieren, die man reiten kann, dass man da direkt noch mit Pfeil und Bogen ballern kann. Das fühlt sich einfach gut an, muss man einfach mal sagen. Es geht ganz gut von der Hand. So, wenn wir wieder vor Ort sind, schicken wir Reinhard wieder in die kurzzeitige Pause. Ich hab nämlich, ihr habt das ja gemerkt, ohne Scheiß, ohne Tier lässt sich das einfach, ohne tierischen Begleiter, auch wenn der Schleichen 5 hat oder so, es lässt sich einfach besser schleichen, aus dem simplen Grund, weil man das Tier ja nicht direkt kontrollieren kann. Du kannst ihm nur halt so ein bisschen indirekt Befehle geben und das ist halt nicht immer so geil. Ich sehe schon wieder, wie Reinhard mich gleich wieder angreift, ey. Ist Reinhard. Oh, rein. Wäre Reinhard fast ertrunken. So. Brutus guckt sich erstmal wieder um. Legolas, was sieht dein Elbenauge? Also Brutus sieht auf jeden Fall eine ganze Menge. Ja, okay. Es sind schon mal 3 Gegner. Ein Horn, 4... Oh, oh, es scheint echt eine größere Anlage zu sein. Uiuiui. Was ist denn hier ohne? Da hinten ist auch noch einer. Da hinten, das sieht aus wie ein Ausguck. Aber da steht keiner zum Glück. Da haben wir noch einen. Es ist auch nur einer hier. Holen wir den mal schon weg. Und dann werden wir versuchen, uns reinzusneaken. Fuck, ey. Ach, da hinten steht direkt schon jeder. Ja, ich habe komplett übersehen. Bam. Nummer 1 down. Ich tue mir fast leid für dich, Kollege, aber ich kann nicht riskieren, dass du meine Tarnung aufliegen lässt.
kriege ich nicht so. Den kriege ich nur mit einem Speer. Spear to the face! Ja, rein theoretisch werden die aber trotzdem keinen Alarm oder sowas auslösen, denke ich mal. Solange die mich nicht gesehen haben. Splitter sind einfach so genial. Direkt in den Arsch, ey. Oh, 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 oh. Wer sieht mich denn? Ach, da oben. Mindestens markieren mal. Gut machen. Ist noch irgendwo einer. Ach nee, das ist der Wenya, wa? Das wird der Wenya sein. Außerdem bin ich keine Bestie. Alles cool. Ich muss auch damit rechnen, dass ich nicht alle markiert habe, ne? Aber sollte ich auch denken. Es ist mega verbuggt, ey. Ohne Scheiß. Jetzt sind wieder meine ganzen Markierungen weg. Und ich kann ihn nicht mehr markieren. Das geht nicht. Er ist doch behämmert. Den Ort scheinlich auch nicht. Kann ich auch nicht markieren. Was ist da los, Game? Was ist da los? Nehmen wir den Speer rein. Dann können wir den mindestens one-hitten. Das ist auch eine Distanz, ey. Aber wenn Takar sagt, dass er das macht, dann macht er das schon. Ach, den hatten wir rausgenommen gehabt. Das war ja der, der alleine stand. Aber kein Alarm geschlagen, das ist schon mal wichtig. Jetzt vorsichtig. Ja, der letzte steht da oben von denen. So, hier hoch. Wir mindestens. Nein, ist auch nicht der, ist runtergefallen. Doch, ist er, okay. Alter Junge, die Speere sind aber auch echt nicht ohne. Wird man echt nicht unterschätzen, die Teile. Okay. Dann auf zum letzten Lager. Ich glaube, das kriegen wir diese Folge auf jeden Fall noch hin. Ja, 380 Meter, kein Problem. Reinhard kommt und dann geht das hier übel fix. Ich wünschte, ich könnte auf dem Dachs reiten, ne? Das wäre so süß. Auf geht's. Also im Moment sehe ich, haben wir 5 Wenyas, oder? Wir haben 5 Wenyas befreit. Ich weiß ja nicht, ob 5 Wenyas wirklich Sinn machen für einen Angriff auf dieses riesige Isila-Lager. Da würde ich ja sogar echt lieber alleine reingehen, weil ich dann so... Weißt du, dann könnte man halt so eine Guerilla-Attacke machen. Ja, so kannst du es natürlich verhindern. Stopp! Bam! Easy Game. Upsi. Oh, echt mal, wir haben ja noch unzählige Fähigkeitenpunkte schon mehr. 5 an der Zahl, meine Fresse. Reduziert die Geräusche während des Sprints und Gehens massiv, das nehmen wir ohne Flachs. Jetzt zum Ende hin für Stealth ist das wahrscheinlich nochmal eine ganz gute Alternative zu einem anderen Kram. Ist auch nicht mehr weit, ey. So. Reinhard, ne? Du weißt Bescheid. Ab mit dir.
immer wieder lustig mit dir, aber bei solchen Aktionen bist du mir einfach im Weg. Rudus checkt erstmal wieder aus, was hier so abgeht. Aha, okay. Zivilisten sind auch da. Auf die kann ich aber in dem Fall keine Rücksicht nehmen, wenn ich ehrlich bin. Leider. Kollateralschäden sind erlaubt in dem Game. Oh, den da oben könnte man rausnehmen. Das wäre gut. Der wäre auch nicht schlecht, weil der direkt neben dem Horn steht. Ja, ich glaube, ich nehme den oben raus. Wir können zumindest nicht sofort Alarm schlagen. Ist doch schon mal was. Okay. Ich kann jetzt nur hoffen, dass ich relativ viele von ihnen markiert habe, wollte ich gerade sagen. Irgendjemand wird die leider finden. Und dann ist Schluss mit lustig. Das ist ja noch einer. Das war einer von den etwas schwierigeren. Moment. Auch die gehen easy. Vergesst es immer. Die Speere sind halt einfach so OP. Warum muss die denn auch noch kommen, ey? Alter! Ja, knapp. Habt ihr nicht mal auf den gezielt? Ach, chillt euer Leben, ihr wisst doch nicht mal, wo ich bin. Ja, jetzt echt doof gelaufen, ne? So, und jetzt ist schön Ketten-Takedown. Das wäre ja jetzt sehr zum Grüßen. Mehr kann ich die auch einzeln nehmen, ist nicht das Problem. Bam. Und direkt hinter der Deckung, ohne Scheiß. Der hat sich so platziert, als wollte er, dass ich ihn alleine kille. Yes. Sehr gut. Ja, da oben wird Sport, glaube ich. Obwohl ich eigentlich Brutus... Ich kann Brutus holen. Wenn ich immer was verbreche, dann geht das... Dann sind meine ganzen Markierungen weg. Ich kann den auch schon wieder nicht killen. Ich raff das nicht. Ich glaube gerade einfach, es ist mega verbuggt, was das Zerbrechen von diesen Dingern angeht. Ist gerade richtig assi. Ich meine, klar, das macht das ganze Spiel auch ein bisschen schwerer. Gerade. Aber ist ja nicht das, was er... Geh drauf. Ich glaube, das waren sie alle. Alle vorne mal was essen hier. Rom. Nummer 1. Und Nummer 2. Sehr schön. Aber oh, ist auch gepackt. Hier noch irgendwas? Was ist das denn? Das sieht irgendwie aus wie ein Kletterhaken oder sowas. Was ist das für ein Knochen, ey? Was? Bam! Trifft dich mit den Wenya vor Bataris Tempel. So Leute, aber ich würde mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wow, vielen lieben Dank fürs Einschalten, wie immer. Oh, ich muss mich mal kurz strecken, entschuldigt. Oh.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben oder ein nettes Kommi freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, haut rein und tschüss.